So, und weil alles paradox ist und das Leben paradox ist, mache ich jetzt ein Video, warum es gut ist, Single zu bleiben. Wenn du jung bist, bist du in deinen 20ern oder späten 10ern bist. Das Problem, was viele Menschen haben, ist, sie kennen sich nicht selbst, sie kennen nicht ihre Stärken, sie kennen nicht ihre Schwächen, sie kennen nicht ihre Schattenseiten, sie kennen nicht ihre Glanzseiten, sie kennen sich nicht. Aber wollen eine Beziehung, aber wollen einen Partner, aber wollen eine Partnerin. Das Problem damit ist, du kommst vielleicht in eine Beziehung, du bekommst vielleicht die ideale Partnerin, aber du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Du weißt nicht, wie du richtig zusammenarbeiten sollst als eine Gemeinschaft, weil du dich selbst nicht kennst. Wie soll jemand, der nicht weiß, wie er in schwierigen Situationen reagiert, mit einer Person zusammenkommen? Und es wird auf jeden Fall schwierig, wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann wird es mal Streit oder eine Auseinandersetzung geben oder einfach Meinungsverschiedenheiten geben oder einfach schwierige Zeiten geben. Und wenn du dich selbst nicht kennst, wenn du nicht selbst weißt, aus welchem Holz du geschnitzt bist, dann hat deine Beziehung auch kein rosiges Ende. Das ist das, warum ich meine Zeit nie vergeudet habe und bin nicht von Beziehung zu Beziehung zu Beziehung zu Beziehung gesprungen wie die meisten. Das ist Zeitverschwendung in meinen Augen. Ich verurteile niemanden, du kannst machen, was du willst. Für mich selbst. Ich habe mir gesagt, ich habe viele Fehler, ich habe viele Dinge, aber ich habe auch viele Eigenschaften, viele gute Eigenschaften, die ich ausbessern muss, Fehler, die ich bearbeiten muss und bin ehrlich zu mir selbst, dass ich nicht vollkommen bin, dass ich nicht perfekt bin, wie die meisten sich selbst anlügen und sagen, ich bin perfekt, wer mich nicht mag, ist nicht richtig für mich und bla 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 bla. Du musst an dir selbst arbeiten, du musst dich selbst kennenlernen und es bringt nichts, wenn du im jungen Alter, und ich sehe das so oft, du bist jung und du denkst, ah, meine Freundin oder mein Freund, die haben alle einen Freund. Das ist dieses Sheep-Mindset, das ich nie hatte zum Glück. Nur Schafe folgen. Das heißt, deine Freunde haben alle einen Freund, eine Freundin. Und du willst und musst jetzt auch einen oder eine haben, weil sie einen haben. Das sind Schafe. Schafe und Affen machen das, was andere Schafe und Affen machen. Aber Wölfe laufen alleine, die lernen sich kennen, auf ihrem Weg lernen die andere kennen und bleiben trotzdem immer fokussiert. Ich bin manchmal zu fokussiert auf mich und das ist das, warum ich habe so ein geiles Mindset-Quote letzte Nacht gelesen. Da stand, wie war das? Die, die auf Liebe warten, werden sie auf irgendwann bekommen. Nur die, die immer arbeiten und immer aktiv sind, werden sie vielleicht niemals kriegen. Irgendwie war das so, weil du musst auch ruhige Zeiten haben, wo du reflektierst, wo du nicht aktiv bist, wo du anderen Menschen auch es zulassen kannst, an dich ranzukommen. Aber wenn du ständig im Machen bist, du lenkst dich ab, du machst nur Dinge und gehst von Beziehung zu Beziehung. Und was weiß ich, wann ist die Zeit, in der du einfach mal ruhig bleibst? So, du kannst nicht erwarten, du musst geduldig sein für die richtige Beziehung. Aber viele sind ungeduldig. Viele wollen direkt die perfekte Partnerin. Ich bin 15 und allein schon das. Ich bin 15 und will jetzt direkt die perfekte Partnerin, Kinder heiraten, dies, das, jenes. Du hast dich selbst noch nicht aufgebaut. Du hast deine Zukunft noch nicht vorherbestimmt mit deinen Aktionen, die du jeden Tag an den Tag legst. Verstehst du, was ich meine? Das ist das Hauptproblem, warum Beziehungen heutzutage kaputt gehen. Beide Parteien kennen sich nicht. Beide Parteien haben nie an sich gearbeitet.
Und so, Jahr für Jahr, wird die Beziehung immer toxischer. Jahr für Jahr wird die Beziehung immer unreiner. Daraus entstehen noch mehr toxische Kinder. Diese toxische Kinder bilden noch mehr toxische Beziehungen. Verstehst du, warum diese Gesellschaft so toxisch ist? Weil es zu viele Kinder gibt. Es gibt zu viele Kinder, die sich als erwachsen ausgeben. Du kannst 30 sein, gibst dich trotzdem wie 12. Und diese 30-jährigen Frauen, Männer, wer auch immer, die aber trotzdem noch mental wie 12 sind, oftmals auch narzisstisch und was weiß ich, die niemals alleine sein können. Wie gesagt, ich verurteile keinen, ich rede nur Fakten. Diese Menschen werden es immer wieder hart spüren, dass sie ihre Zeit vergeuden. Sie bleiben dann 3 Jahre mit oder 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, 5 Jahre, 10 Jahre mit einem Partner, mit einer Partnerin zusammen, die sie eigentlich nicht wirklich lieben oder sonst irgendwas. Oder du siehst die Schattenseiten und du ignorierst sie. Du siehst, dass sie eigentlich nicht zusammenpasst, aber du ignorierst das Ganze und sagst dir, ja, ich kann sie ja jetzt nicht verlassen, weil wir ja schon 3 Jahre zusammen sind, 1 Jahr zusammen sind, bla bla bla. Das ist das Problem. Du hast dir selbst das Grab geschaufelt, in dem du gerade bist. Nur, du musst nicht weiter schaufeln. Du musst nicht das Loch noch tiefer machen. Du kannst deine Schaufel nehmen, in den Boden stampfen, hochgehen, aus dem Loch raus, ja, und bildest ein neues Leben. Aber viele wollen lieber das Loch noch tiefer buddeln, weil sie nicht alleine sein wollen. Dazu mache ich gerne noch ein anderes Video. Ich will dir jetzt nur sagen, es ist gut, du bist jung, du bist jung, du bist selbstständig, du bist alleine, du bist Single. Bleib weiterhin so. Bilde dich selbst erstmal. Bilde deinen Charakter, bilde deine Finanzen, bilde dich selbst und bau dich selbst auf. Vergeude nicht deine Zeit damit, von Beziehung zu rennen. Bau die Beziehung zu dir selbst auf. Das ist die schwierigste Beziehung. Dich selbst erstmal aufbauen, dich selbst erstmal kennenlernen, dich selbst erstmal schätzen lernen in allen Situationen, in allen Aspekten, die du in deinem Leben hast. Deswegen, und wenn du wirklich diese vollkommene Beziehung haben willst, dann arbeite an dir, sei geduldig, sei nicht zu busy, gib dir auch die Zeit, um ruhig zu sein, dass du auch überhaupt die Chance auch hast, diese Partnerin, diesen Partner kennenzulernen. Gib dir selbst die Zeit. Gib dir selbst die Zeit. Du sagst selbst, ich brauche Zeit, um zu wachsen. Oder du sagst selbst, mir scheißegal, ich jump jetzt in die nächste Beziehung und vergeude weiterhin meine Zeit. Es fängt alles bei dir an und es hört alles bei dir auf. Du hast dein Leben selbst in der Hand. Jede Entscheidung, die du triffst, wird sich in der Zukunft auswirken. Oder die Auswirkung zeigen in der Zukunft. Und wenn du mit diesem toxischen Partner, mit dieser toxischen Partnerin dein Leben lang verbringst, vergeudest du deine Zeit. Und wenn du jung bist, 17, 18, 19, 22, 15, was auch immer, scheißegal. Und denkst, oh nein, ich bin kein richtiger Mann, weil ich nicht so viele hatte wie mein bester Freund, der jeden Tag eine neue hat. Lass diesen Freund mal 20 werden. Lass diesen Freund mal 30 werden. Und dann siehst du, wie sehr sie ihr Leben ruiniert haben, weil sie immer in dem Drama waren, von Frau zu springen, und das bringt immer Drama. Ich sage nicht, dass Frauen Drama sind, aber du musst dir vorstellen, wenn du die ganze Zeit von Beziehung zu Beziehung zu Beziehung zu Beziehung rennst, entsteht viel Drama. Du lernst neue Leute kennen, neue Umgebungen,
neue Probleme. Weißt du, was ich meine? Deswegen, bau dich fucking selbst auf. Nur so können heutzutage noch innige Beziehungen bestehen bleiben. Warum scheiden sich so viele heutzutage? Warum bleiben so viele nicht zusammen? Warum huren so viele rum und vögeln rum und bleiben untreu und sind untreu und was weiß ich? Warum sind so viele Kinder komplett einsam, weil der Vater nie da ist, die Mutter nie da ist oder sonst irgendwas? Weil sie unzufrieden sind. Und das Problem ist, sie kennen sich nicht selbst. Fang an, dich selbst kennenzulernen. Es ist gut, dass du Single bist. Schäm dich nicht. Es ist gut, dass du dich nicht von den Emotionen überwältigen lässt, wie jeder andere, der sagt, ah, ich muss jetzt unbedingt hier dies und das und jenes. Nein, du denkst nach. Du denkst dir, ey, lohnt es sich jetzt überhaupt? Ich bin noch nicht auf dem Punkt, wo ich mir sage, okay, ich bin zufrieden oder sonst irgendwas. Hab hohe Ansprüche von dir selbst, dass du auch das meiste erlangen kannst. Aber wenn du ständig dann denkst, ja, ist alles gut, ist alles egal, ich bleib so, wie ich bin und ja, dann bekommst du auch nur das, was du dann gerade in dem Moment bist. Aber wenn du dein höchstes Ich anstrebst, auf diesem Weg werden dir so viele Gelegenheiten kommen und dann kannst du sagen, ja, passt mir das, passt mir dies, passt mir jenes, weil du an dir arbeitest und dann siehst du, ah, keine Ahnung, du kennst dich selbst und damit, weil du dich selbst kennenlernst, kennst du auf einmal auch andere Menschen, weil du Empathie und Klugheit, Weisheiten bekommst durch dich selbst, durch deine Erfahrungen, durch die Eindrücke und dann kommt diese Person in dein Leben und du denkst dir, okay, ich bin dies, ich bin das, ich bin jenes, passt das jetzt zu mir, passt das nicht zu mir, wie ist sie, wie bin ich, wie passen wir, bla bla bla. Und nur so kann eine wirkliche Partnerschaft entstehen zwischen zwei Menschen. Nicht die ganze Scheiße, die promotet wird, dass du die ganze Zeit in einer Beziehung sein musst, dass du dann, wenn du Kinder mit dieser Person hast und die Beziehung eigentlich toxisch ist, dass du immer bei der Person bleiben musst. Das ist nicht so. Erstmal, wie gesagt, du musst nicht in eine toxische Beziehung, nur weil du dich einsam fühlst, nur weil du nicht alleine sein willst. Aber das liegt an dir, diese Erkenntnis zu machen. Und du musst nicht wie jeder andere sein. Sei fucking du selbst. Sei das, was du sein willst. Wenn du denkst, du bist nicht gut genug, dann arbeite an dir. Wenn dir was an dir nicht gefällt, dann arbeite an dir. Aber denk niemals, dass du gefällst dir nicht und jetzt bekommst du eine Partnerin, die dir dann zeigt, wie gut du bist, dass du dir wieder gefällst und was weiß ich. Kann passieren. Aber du schadest deiner Partnerin, deinem Partner, weil sie dann alles in dich investieren, weil du komplett broke bist, weil du komplett mental kaputt bist. Und das ist Zeitverschwendung. Das solltest du niemals einem Menschen antun. Arbeite an dir. Peace.